Hallo liebe Sportsfreunde, damit ihr auch zu Hause fit bleibt, machen wir jetzt eine Viertelstunde zusammen ein Workout und ich zeige euch jeweils die einzelnen Übungen. Und es geht schon los mit der Lieblingsübung für vier, die Liegestütze. Und davon machen wir drei Runden à 10 Liegestütze und ich zeige jetzt mal die ersten 10. So, die geht runter und geht dann ganz gerade nach unten und ganz gerade wieder nach oben. Und davon machen wir jetzt 10 Stück, ganz in Ruhe. So. Und nach den ersten 5 zeige ich euch, was ihr machen könnt, wenn ihr vielleicht noch keine ganze Liegestütze alleine schafft, aber die irgendwas machen wollt, dann machen wir die sogenannten Frauenliegestütze. Das heißt, ihr geht auf die Knie und vereinfacht euch das ein bisschen. Da mache ich jetzt auch noch 5 Stück. So. Und davon machen wir dann 3 Runden à 10 Liegestütze. Und die nächste Übung geht direkt auf die Oberschenkel. Das sind die ganz berühmten Kniebeugen, die ihr bestimmt kennt. Dafür stellt ihr eure Beine schulterbreit auf und dreht eure Füße ganz leicht nach außen. Aber nur ganz leicht, also nicht wie ein Pinguin, sondern nur etwas. Am besten ihr nehmt die Arme nach vorne und dann geht ihr runter. Und davon machen wir auch 3 Runden à 15 Stück. Ich zeige jetzt einmal. Ihr geht nach unten, am besten bis die Beine etwa 90 Grad haben. So. Und ich mache das dann von der Seite, damit ihr es auch sehen könnt. Beine schulterbreit, Füße ein bisschen nach außen gedreht, Arme vorne und wir gehen runter. Lasst den Rücken so gerade wie ihr könnt dabei. So. 3 Runden à 15. Wiederholung. Nächste Übung steht auf dem Bauch und ist der sogenannte Sit-Ups. Dafür setzt ihr euch auf den Boden, legt euch hin und ich mache das wieder von der Seite, damit ihr das besser sehen könnt. 3 Runden à 15 Wiederholung. Ihr stellt die Füße auf, zieht die Hacken ein bisschen ran. Wichtig ist, dass ihr die Hände an die Ohrläppchen macht und ihr dann langsam nach oben kommt. Und euch dann richtig schön einrollt. Ich zeige es jetzt nochmal. Wer Rückenprobleme hat an der Lendenwirbelsäule, kann auch Folgendes machen, und das werdet ihr: die Beine hochnehmen, 90 Grad halten. Das ist mal wichtig. Und die Übung von hier aus beginnen. So. Und jetzt kommt eine sehr schöne Übung. Die ist für den Bauch da, für den Rücken und für die ganze Grundkörperspannung. Einmal über alles. Nennt sich Plank. Ich zeige das wieder von beiden Seiten. Und die Übung machen wir 2x eine Minute und zwischendrin eine Minute Pause. Ich zeige euch das jetzt mal. Dann gehe ich wieder auf den Boden, auf die Unterarme, also den Unterarmstütz. Beine sind etwa so. Und jetzt spannt ihr alles an, so doll es geht. Bauchmuskeln, Po zusammenkneifen, Arme und so gerade geht, wie es geht, einfach halten. Eine Minute lang. Zeige ich jetzt noch von der Seite. Also Unterarmstütz, 90 Grad wieder. Und schön alles anspannen und schön halten. Dabei nicht vergessen, gleichmäßig zu atmen. Und wenn nach kurzer Zeit alles anfängt zu kribbeln und zu brennen, dann macht die Übung richtig. So. Das macht ihr 2x eine Minute und eine Minute Pause dazwischen. Das Gegenteil vom Plank ist das sogenannte Schiffchen. Ich zeige es wieder von beiden Seiten. 2x eine Minute Pause
Und das ist für die Rückenmuskulatur geeignet. Dafür legt ihr euch auf den Boden. Zieht eure Arme zur Seite und die Beine auch. Das heißt, ihr liegt sozusagen nur auf eurer Körpermitte und der Rest schwebt. Auch das zeige ich dir von der Seite. Hinlegen, Schulterblätter zusammenziehen, Blick nach unten, Beine hochziehen und schön halten. Eine Minute lang, zweimal. So. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Übung für das heutige kleine Workout. Und zwar die berühmten Lunges oder auch Ausfallschritte genannt. Um nochmal im vorderen und hinteren Oberschenkel bisschen Bewegung zu kriegen. Am besten nehmt die Arme wieder nach vorne und beginnt dann wie folgt. Immer abwechselnd rechts und links. Davon machen wir 3 Runden à 20 Wiederholungen, wobei das wie folgt gezählt wird. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Wichtig ist, deswegen zeige ich das nochmal von der Seite, achtet darauf, dass ihr die Schritte nicht zu groß macht, sondern eher klein und kompakt. Das heißt, so, circa 90 Grad wieder, hier sieht man das, nach oben, andere Seite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter. Damit habt ihr eine Viertelstunde Oberkörper, Beine, Mittelbereich, Spannung und könnt euch erstmal austoben.